Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, den Werkstatt da. Keller, neues FIFA 18. Birthday-Ründchen. Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört, Birthday-Special. Heute hat ein ganz bestimmtes Kerlchen Geburtstag, Freunde. Und das muss auf diesem Kanal hier natürlich safe zelebriert werden. Alles, alles Gute an dieser Stelle an Thiago Alves Sales, Freunde. Auch bekannt unter Dobby. Ja? Der junge Mann hat heute Geburtstag, Freunde, wird 25 Jahre alt und da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir was Schickes überlegt, was wir, die Kellergang, dem guten Junge als Geschenk, ja, oder ihm als Geschenk machen können. Und da dachte ich mir, wir schenken dem jungen Mann ein Spiel in der CLSAO, Freunde. Ja, wir wissen natürlich safe, dass Dobby da eigentlich safe hingehört, ja, Stammspieler, definitiv, ja, bedarf gar keiner Diskussion. Leider sehen das manche Leute immer noch so ein bisschen anders. Oder die CLSAO hat sehr, sehr viel Auswahl. Ja, wir haben dann noch einen Gabriel Jesus etc. pp. Um die dreht es sich heute aber nicht. Heute ist The Main Man. Ja? Thiago Sales Alves aka Dobby. Und ihr habt ihn im Intro richtig gesehen. Thiago folgt mir auf Instagram. Ich bin auch fast aus dem Bett geflogen, als ich das gesehen habe. Spielt ja aktuell jetzt wieder in Saudi-Arabien, ist ja von Japan wieder zurückgewechselt. Als wir im Stream waren, habe ich mal auf doof gefragt, hat er eigentlich Instagram? Hat Instagram, 166.000 aktuell und ihr seid einfach während des Streams bei dem rübergegangen, habt den zugespammt, bis zum geht nicht mehr. Ja, und da ist er wohl aufmerksam auf uns geworden, Freunde. Dobby hat uns auf dem Schirm, ja. Schaut mal, was wir geschafft haben, ja. Dafür ist YouTube da, genau für solche Momente, genau für solche Aktionen. Bin mega, mega begeistert, Freunde. Also da könnt ihr euch alle mal selber auf die Schulter klopfen. Und jetzt gehen wir nochmal alle dahin zum Dobby. Und jeder gratuliert dem jungen Mann jetzt zum Geburtstag. Egal ob Portugiesisch, auf Englisch oder auf Deutsch. Markiert mich ruhig in den Kommentaren bei ihm. Einfach unter das letzte Bild oder unter das letzte Video bei ihm auf Instagram. Damit er weiß, ja, hier, er wird hier gefeiert. Ja, die Leute denken an ihn. Hier in Germany, in good old Germany. Sensationell. Der liked sogar Bilder von Crew-Fanpages. Da hat irgendeiner ein Bild gemacht oder bearbeitet, ursprünglich von ihm und seiner Frau. Und hat einfach auf die Frau mein Gesicht drauf gemacht. Ja, und postet das. Dann frage ich mich auch, wer das wieder war. Und das kommentiert er eiskalt, ja. Juckt ihn einfach nicht, kommentiert er mit 5 Lachsmilies. Also er verfolgt uns definitiv, ja. Und das ist eine Story, Freunde. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass sich das Ganze dahin entwickelt. Deswegen, Freunde, ja, tun wir das Mögliche, was wir machen können. Wir schenken ihm ein Spiel in der CLSAO. Ich denke, das ist ein großer, großer Traum von jedem brasilianischen Spieler. Die sind ja noch ein bisschen energischer, was das angeht. Der Stolz ist da einfach ein bisschen größer. Das war das Wort, weil ich gesucht habe. Freunde, wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Einen Daumen nach oben gleich einmal Glückwunsch für Dobby, Freunde. Ja, möchte hier richtige Eskalation sehen, Freunde. Ich gebe mir immer so ein bisschen Mühe, dass wir immer ein bisschen was anderes noch mit reinnehmen. Der Geburtstag von Dobby ist natürlich ein Anlass, Freunde. Den lassen wir uns nicht nehmen. Wir gehen rein in ein Spiel. Ja, in hoffentlich erfolgreiches Spiel. Ich musste hier kurze Ergänzung, ich habe Neymar genommen und mich gegen Coutinho entschieden. Normalerweise, das ist die letzte Formation vom letzten Spiel von Brasilien gegen Chile. Renato Augusto gibt es nicht auf dem Spiel, der ist in der Datenbank drin, allerdings existiert der Spieler nicht auf dem Transfermarkt. Da habe ich für Minho reingesetzt. Willian habe ich für Coutinho gesetzt, weil Coutinho aufgrund seiner Position da auf 2 Chemie oder 3 Chemie kommen würde. Macht nicht so viel Sinn, Freunde. Deswegen haben wir es so gemacht, ja. Und vorne anstatt Jesus, the main man. Thiago Sales Alves aka Dobby. Zack, wir gehen rein ins Spiel. Damit kommen wir zu unserem Gegner für die heutige Folge. Boah. Leihspieler, dreh eine Kiste. Eventuell werden wir die Formation innerhalb des Spiels wechseln. Ich kann eigentlich nur mit 4-3-1-2 spielen. Ja. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Ganz entspannt gehen wir rein. Oh, war eine Fackel, Freunde. Lingard, gegen den spiele ich auch ultra ungern, ne? Gegen diese Footburst-Karte ist das ja, meine ich. Ne, hier, Footmiss-Karte. Footburst. In Geburtstagsstimmung hier. Spiele ich sehr, sehr ungern gegen. Geht mir sehr auf den Sack, die Karte, muss ich sagen. Hält der überhaupt was? Wieder Lingard, Alter. Ist ja nicht mehr normal. Nur vielleicht, was weiß ich da, wieder lieber Ed Sheeran reinstellen sollen. Come on, baby, come on.
Paulinho mit dem Anschlusstreffer, Freunde. Der Dobby ist noch in der Findungsphase, möchte ich mal fast sagen. Ist noch ein bisschen eingeschüchtert, ein bisschen Respekt vor seinen Mitspielern noch, ja. Da wird klar auch noch kommen, glaube ich. Ganz starker Ball. Denke schon fast holländisch. Zack. Was? Oh, wollte schon sagen. Hello again, meine Freunde. Da war ein richtig knackiger Ball von Dobby, ne? Muss man da wirklich mal festhalten. Hat er einfach mal auf Spekulation da unten den Ball rausgesenzt. Und dann spielen wir den Ball einmal komplett quer. Ja, der Fuß ist wieder dran mit dem Schienbein. Torlinientechnik regelt. 2-2. Nun Abfahrt. Und gerade den Ball auf Dobby legen und da senzt der mich da um. Ja? Schiedsrichter. Mal durchgreifen hier. Gelbe Karte. Na gut, ist ja klar, wer jetzt schießt, ne? Oh je. Steuerkreuz-Elfmeter, die funktionieren! Dann drehen wir einfach mal das Spiel innerhalb von 10 Minuten hier. Und Dobby holt sich seine Kiste ab. Eine Vorlage, ein Törskis. Aber ein Tor aus dem Spiel sollte er auch noch hinbekommen, oder? Ich meine, das ist Dobby, Freunde. Der Junge gehört in die Seleção. Wir wissen es schon lange. Die anderen müssen es erst lernen. Ja? 3-2, Spiel gedreht, Freunde. In der ersten Hälfte. Und so startest du in der zweiten Hälfte. Eine Minute gespielt, Dobby Dobinski mit dem zweiten Treffer. Ja, und dann lässt er sich zurecht feiern. Von den Emotionen überwältigt. Ey, was machst du da mit der Bande da? Das sah mir jetzt hier leicht ferkelhaft aus, da. Ja, und er wird akzeptiert vom Team. Er wird vom Team akzeptiert. Also wo ist das Problem? Die Leistung stimmt, ja. Er ist ein Sympathieträger, er kann tricksen, ja. Schön legt er sich fast selber auf, die Kiste. Mit dem Hackenpass da. Sensationell, Freunde. Sensationell. Guter Mann. Der mit seinen Longshots da, ne? Kann der auch was anderes? Nö. Und wieder Abfahrt, Dobby. Wieder Abfahrt, Dobby. Da hat nicht viel gefehlt. Dann wäre der Dreierpack da. Jetzt nochmal Dobby, stark. Stark, Digga, stark, lauf. Oh nein, ich Vollonk. Vorbei, Freunde. Abpfiff, ja. Den letzten, den hätten wir machen müssen. Ja, da kam wieder der Lupfer in mir durch. Da wollte ich nochmal wenigstens einen Lupfer irgendwie, aber da haben wir einen Tacken zu früh losgelassen. Freunde, Dobby, 2 Tore, eine Vorlage. Sensationelles Seleção-Debüt, sensationelles Spiel. Ja, sensationelles Spiel zu seinem Geburtstag, müssen wir hier sagen. Wir haben das Spiel gedreht, wir waren sehr, sehr früh in Rückstand, haben dann einmal den Deckel angezogen. Direkt Anfang zweiter Hälfte hat Dobby dann den Deckel drauf gemacht und auf heiß gestellt, sodass keiner mehr an den Topf rangeht. Ja, absoluter Schuss, weil ich hier quassel. Ich sehe gerade, Dobby hat keine Torvorlage gemacht. Das war dann, glaube ich, Firmino oder Paulinho. Die sehen im ersten Blick irgendwie genauso aus. Zum Team selber muss ich sagen, war gar nicht so scheiße zu spielen. Nur ich werde kein Freund von Ederson. Ich weiß nicht warum. Von Neymar habe ich irgendwie nicht viel gesehen. Das ist ja hier so der teuerste Spieler aus dem Squad. Habe ich gar nichts gesehen irgendwie. Keine Ahnung, ist mir vielleicht auch nicht aufgefallen. Willian finde ich sehr, sehr stark eigentlich. Also den Inform. Firmino ist auch nicht so meins. Irgendwie kommt er nicht aus dem Quark. Ja, trotz der jetzt, ich weiß nicht, was hat er jetzt? 83 Pace? 82? Und Hunter drauf noch. Ich weiß nicht, der spielt sich sehr, sehr schwerfällig aus meiner Sicht. Casemiro ist einfach ein Büffel. Wenn der mal ins Laufen kommt, der tackelt alles um. Allerdings auch Beweglichkeit ein bisschen wenig. Ederson, ich weiß nicht. Viele spielen den. Ich werde mit dem irgendwie nicht so ganz warm. Paulinho fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch mit das erste Mal gespielt. Spielen da sehr, sehr viele auch von euch. Die Footmas-Karte habe ich vergessen zu machen. Bereue ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen, wenn ich mir die Karte so angucke. Alexandro ist überragend, Freunde. Der Rest war auch stabil. Und Dobby war, Mann für sich, würde ich hier mal behaupten. Ja.
Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, probiert mal gerne einen oder den einen oder anderen Spieler hier aus. Wenn ihr noch nicht Dobby probiert habt, testet ihn safe. Ja, kann ich euch nur verraten oder ans Herz legen. Ja, und dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, geht jetzt alle rüber zu Thiago auf Instagram und massakriert den. Ja, spammt den zu mit Glückwünschen. Link ist unten drin von seinem Instagram-Account. Ich denke, der erste Link in der Beschreibung habe ich den reingeballert. Und dann wünsche ich euch ja einen schönen Start in den Freitag. Heute Abend Stream, 16 Uhr, Weekend League. Wisst ihr Bescheid, circa 16 Uhr. Ja, vielleicht bis später, ich bin raus. Wünsche eine Menge Päckler, macht's gut. Wie vielleicht bis später. Ja. Tschüss.